Das ist alles nur wegen dem Coronavirus. Aber naja, wenn alle daheim bleiben, können sich weniger anstecken und es ist ja auch gut für die Risikogruppen. Aber gehören Hämophilie-Patienten eigentlich auch zur Risikogruppe? Das weiß Ali vielleicht ja. Ruf ihn mal an. Ah, hey Sarah, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut, nur total langweilig. Aber hey, weshalb ich überhaupt anrufe? Sag mal, weißt du, ob Hämophile auch Risikopatienten für Corona sind? Also prinzipiell gehört die Hämophilie nicht zu den Risikogruppen. Wenn die Hämophilen allerdings wegen anderen Erkrankungen wie HIV, Diabetes oder Bluthochdruck immungeschwächt sind oder wenn sie wegen Hemmkörper unter immunsuppressiver Behandlung sind, dann gibt es schon ein erhöhtes Risiko und dann sollten sie auch auf jeden Fall in engem Kontakt mit ihrem Hämophiliezentrum stehen. Ach so, okay. Aber was kann man sonst so tun, also jeder alleine zu Hause, um sein Immunsystem zu stärken? Ich nehme an, die Klassiker kennst du schon, oder? Ja, also regelmäßig Hände waschen, mit Seife natürlich und sich nicht ins Gesicht fassen. Genau, sehr schön. Und sicherlich kennst du auch den Spruch, du bist, was du isst. Die Ernährung hat nämlich einen sehr großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und auch auf unser Immunsystem. Ganz wichtig ist, dass wir uns ausgewogen ernähren, mit täglich 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse, da diese reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen sind. Insbesondere die Vitamine A, C und E stärken unsere Abwehrkräfte, da sie die Bildung von Antikörpern unterstützen und sogenannte freie Radikale abfangen, die sonst die Zellwände angreifen und unser Immunsystem schwächen würden. Neben Obst und Gemüse sollten regelmäßig auch pflanzliche Öle verwendet und Nüsse verzehrt werden, da diese ebenfalls hervorragende Vitamin-E-Lieferanten sind und zusätzlich wichtige Fettsäuren bereitstellen. Gerade ihre Omega-3-Fettsäuren boosten unser Immunsystem, weshalb gerne auch 1 bis 2 Mal pro Woche Seefisch auf dem Speiseplan stehen darf. Bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung benötigt unser Körper darüber hinaus in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel. Um Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten diese nur nach Absprache mit einem Arzt verwendet werden. Alles klar, das heißt einfach gesagt Finger weg von Fertigprodukten und Fastfood, dafür abwechslungsreich ernähren und mit ganz viel frischem Obst und Gemüse. Sehr schön zusammengefasst, genau, so ist es. Und was kann man sonst noch so machen? Neben der Ernährung spielen auch Sport und Bewegung eine wichtige Rolle für unser Immunsystem. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO sollten Kinder und Jugendliche jeden Tag für mindestens 1 Stunde körperlich aktiv sein. Bei Erwachsenen liegt das Minimum bei etwa 20 Minuten. Dabei sollte außerdem eine moderate und nicht zu intensive Belastung gewählt werden, da zu intensives Training das Immunsystem zusätzlich schwächt und es zum sogenannten Open Window kommt, durch das Krankheitserreger leichter in den Körper eindringen können. Deshalb lautet die Devise: Schonung ist schlecht, Belastung ist gut, Überlastung ist schlecht. Und noch eine Sache ist für unser Immunsystem auch wichtig: Entspannung. Denn Stress ist sozusagen der Gegenspieler unseres Immunsystems und macht uns anfälliger für Krankheiten. Das heißt, wir dürfen uns nicht stressen lassen, aber das ist doch einfacher gesagt als getan, oder? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wichtig ist es, ausreichend zu schlafen, wie bereits gesagt, körperlich aktiv zu sein, seine Hobbys zu pflegen und gerade das ist jetzt in Zeiten von Corona sehr wichtig, sich weiterhin mit seinen Freunden auszutauschen. Und zwar so, wie wir das gerade machen, per Internet oder Telefon. Ja, stimmt. Ich merke auch, wie ich langsam meine Freunde vermisse. Ich glaube, ich rufe einfach gleich mal ein paar an. Ist eine super Idee. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, bleib gesund. Danke, du auch. Ciao. Ja, und das wünsche ich euch natürlich auch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.